Wir machen weiter mit dem sechsten Kampf des Nachmittags. Geboxt werden drei Runden à drei Minuten. Wir begrüßen in der blauen Ringecke René Runge vom Gorilla Fight House. So, meine Freunde, René Runge macht sich auf den Weg in den Boxring hier. Der Szenekenner in der Kampfsportwelt kennt ihn schon aus zahlreichen MMA-Matches. Auch dort konnte er sich bereits einen Namen machen. Hat jetzt längere Zeit auch verletzungsbedingt nicht gekämpft und möchte jetzt wieder ein bisschen Ring- oder Wettkampfluft schnuppern. Und was eignet sich dafür besser als ein Boxkampf? Wir begrüßen im Ring René Runge, der ebenfalls zum MMA-Kader von Respect SC gehört. Hallo. Sein Gegner. Wir begrüßen in der roten Ringecke vom Bulldog Gym hier in Karlsruhe Mateo Bajamic. Und der nächste Lokalmatador hier vom Bulldog Gym Karlsruhe macht sich auf den Weg in den Ring. Das ist Mateo Bajamic, auch hier ansässig vom Bulldog Gym in Karlsruhe. Rap Jeff Bezos, wenn ich spreche, verschüttet ihr Espressos. Ein Anruf von mir und du bist ein Sheriff los. Ich trage zig Narben statt Tabellen. Herzlich willkommen, Mateo Bajamic. Gekämpft werden drei Runden. Und man sieht beiden Kämpfern ja an. Und man sieht beiden Kämpfern ja an. Sehr, sehr trockene Optik, super austrainiert, also wirklich maximal fit. Hoher athletischer Standard, den wir hier heute Abend haben, den wir hier genießen dürfen. Und jetzt kann es auch gleich schon zur Sache gehen, Freunde. Und los geht's. Bajamic hat eine sehr kompakte Deckung hier, verlässt sich erstmal auf seine Beinarbeit, bewegt seinen Oberkörper hier gut. Gibt eine kurze Unterbrechung, die Zuschauer sind hier ein kleines bisschen zu nah an den Ring gekommen. So, und weiter geht's. Und wie gesagt, hier Bajamic hat ja eine kompakte Deckung, bewegt seinen Oberkörper hier gut und gibt seinem Gegner hier keine Möglichkeit oder keine einfache Möglichkeit, hier Kopftreffer zu landen, indem er sich hier intelligent bewegt. Aber auch René Runge ist natürlich mit guter Vorbereitung hierher gekommen und weiß, wie er sich hier im Ring zu bewegen hat. Bajamic versucht es hier mit einem harten Schwinger, harter Cross. Wechselt auch gelegentlich mal die Auslage. Und auffällig ist natürlich, dass Bajamic hier auch sehr, sehr intelligent verteidigt und rechtzeitig den Rücksetzer macht, damit er hier nicht getroffen wird. Beide Kämpfer haben einen ziemlich hektischen Kampfstil, natürlich aber auch trotzdem technisch sauber. Versuchen viel zu fintieren, um den Gegner hier einzulullen und abzulenken. Mit der Führhand jeweils, das machen die Jungs hier gut. Da lehnt sich Runge ein kleines bisschen in die Schlaghand hier von Bajamic rein. Und er versucht sie mit der harten Rechten, aber Runge schüttelt da nur den Kopf und sagt, nein, das macht mir gar nichts. Das ist natürlich auch viel am Boxsport hier, dieses kleine mentale Spielchen, was hier um den Sport rum gespielt wird. Ja, den Gegner so ein bisschen einzuschüchtern. Natürlich auch Treffer, die angekommen sind, ein bisschen runter zu spielen. Das gehört alles zum Sport dazu. Und man merkt jetzt hier auch im Verlauf der ersten Runde, wenn beide ein bisschen Selbstvertrauen getankt haben, dass die Deckung hier vor allem bei Bajamic ein bisschen runtergeht. Der steht hier ohne Deckung vor seinem Gegner und versucht ihn hier nach Belieben so ein bisschen vorzuführen. Runge lässt sich darauf nicht ein, nimmt das hier sehr sportlich und kommt seines Zeichens hier mit harten Händen dagegen. Aber Bajamic bleibt weiterhin bei seiner Taktik, fintiert viel, spielt viel und gerade dieses Spielerische ist natürlich auch ein Zeichen davon, dass er sich seiner Sache sehr, sehr sicher ist.
Beide Kämpfer bleiben in der langen Distanz. Runge fühlt sich eigentlich... Oh, und harter linker Haken, mit der er da getroffen wurde. Und er darf sich jetzt natürlich hier nicht von Bajamics Spielchen hier einlassen. Er darf sich darauf nicht einlassen. Wenn einem das natürlich zu Kopf steigt, dann fängt man an, Fehler zu machen. Und da muss er die Ruhe bewahren. Aber er setzt hier selber mit Seitwärtshaken und Körperhaken dagegen. Schöne erste Runde. Und wir sind mal gespannt, was für eine Antwort der René-Kämpfer, der MMA-Kämpfer René Runge hier auf den wühligen Boxstil von Matteo Bajamic hat. Beide Kämpfer können jetzt hier mal kurz Luft schnappen. Und tatsächlich sind durch diesen flippigen Kampfstil gar nicht so viele Wirkungstreffer gefallen, weil natürlich auch beide Kämpfer dementsprechend erfahren sind. Das gehört natürlich alles zum Spiel mit dazu. Aber Matteo Bajamic hat hier eine solide erste Runde hingelegt. Zeigt sich hier sehr selbstbewusst. Bereit für Runde 2. Also den Mumm mit den Händen hinterm Rücken vor seinem Gegner in der offenen Schlagdistanz zu stehen. Die Cojones muss man erstmal haben. Und wie gesagt, Runge darf sich hiervon nicht beirren lassen, muss hier weiter ruhig bleiben und seine Treffer finden. Er scheint jetzt in der nächsten Runde ein kleines bisschen mehr auf Konter zu gehen. Wartet ja ab, bis Bajamic in seiner Schlagdistanz ist, um ihn dann mit einem linken Haken hier zu begrüßen. Kommt hier mit dem Kopfschütteln und sagen, nein, nein, Kollege, so läuft das hier nicht. Jetzt spielen wir hier mal nach meinen Regeln. Und versucht es hier vermehrt mit dem linken Haken. Greift hier von der Seite an, das ist gut gemacht. Ist ja allerdings ein bisschen aus der Balance gerutscht. Grundsätzlich aber schon mal ein guter Ansatz und sagt auch hier wieder, nein, der Kopftreffer, damit erreichst du bei mir nichts. Ist natürlich auch immer die Frage, wie viel davon ist echt und wie viel davon hat er dann im Endeffekt tatsächlich gemerkt. Bajamic ist ja ein kleines bisschen außer Balance hier, während er aus der langen Distanz angreift. Auch er muss hier die Ruhe bewahren und sein Konzept weiter verfolgen. Er ist hier bisher gut mit dieser Taktik gefahren, seinen Gegner so ein bisschen einzuschüchtern und zu fintieren. Aber René Runge scheint hier auch langsam ein bisschen ein Mittel gegen diese Taktik gefunden zu haben. Oh, und wieder harter linker Haken. Genau damit sollte er weitermachen hier, wenn Bajamic ohne Deckung auf ihn zukommt. Darf sich jetzt aber hier, oh, wird jetzt hier ein bisschen in den Rückwärtsgang gedrängt. Scheint aber alles gut zu sein. Schläge gegen alle auf die Doppeldeckung. Also zunächst mal kein Problem hier für den erfahrenen MMA-Kämpfer. Und guter Körpertreffer, mit dem er hier auch reinkommt. Und gerade auch die Körpertreffer könnten hier ein interessantes Rezept für René Runge sein, um den Kampf nochmal ein kleines bisschen zu drehen. Denn egal, wo Bajamic mit seinem Kopf ist, wie er sich bewegt, die Mittelachse, also der Körper, der Bauchnabel, der ist trotzdem immer an derselben Stelle. Und genau da kann Runge natürlich auch angreifen. Ja? Ist jetzt vielleicht ein bisschen stürmisch hier, wie Bajamic mit dem Kopf voraus hier reingeht. Und Runge muss hier weitermachen. Er darf sich hier nicht beirren lassen. Sollte hier weiter versuchen, mit linken Haken zum Kopf und rechten Geraden zum Körper weiter zu arbeiten. Und jetzt hat der Bajamic in der Ecke. Was kann er da jetzt draus machen? Gerade bei Gegnern, die so einen flippigen Kampfstil haben, die sich so viel bewegen, sollte er natürlich auch versuchen, seinen Gegner ein bisschen in der Ringecke oder am Ringseil festzupinnen. Arbeitet sich hier wieder in den Vorwärtsgang, versucht hier nochmal ein paar Akzente zu setzen. Ende Runde Nummer 2. Und die zweite Runde steht in den Büchern. Die zweite Runde war deutlich ausgeglichener. Also Runge scheint hier jetzt ein bisschen besser in den Kampf gefunden zu haben. Ja,
Ja, Mitch wird wahrscheinlich seine Taktik hier weiterverfolgen. Viel pintieren, vorwärts gehen und mit Might-Bewegungen hier seinen Gegner auszutricksen. Und Runge muss hier ja im kommenden Durchgang deutlich nochmal einen Zahn zulegen, wenn er den Sieg hier mit nach Hause nehmen möchte. Der Coach vom Gorilla Fight House verlässt den Ring. Und wir sind bereit für den dritten Durchgang. Bereit machen zur dritten und letzten Runde. Da gibt es nochmal ein kurzes Shake Hands, ein kurzes Lächeln von beiden Kämpfern, der Fairness halber. Und Runge kommt hier wieder mit der Führhand durch die Mitte durch. Und auch mit der rechten, mit so kurzen, etwas unorthodoxen Schlägen. Aber die Might-Bewegung und die Kopfbewegung von Bajamic sind natürlich weiterhin eine Herausforderung. Auch wenn Bajamic hier schon ein kleines bisschen an der Nase oder der Oberlippe blutet. Auch da erkennt man, dass René Runge hier effektiv Treffer ins Ziel gebracht hat. Bajamic weiter hier im Vorwärtsgang, muss allerdings aufpassen, dass der Runge hier nicht in den Konter reinläuft. Denn der ist auch defensiv gut aufgestellt, wenn es ums Boxen geht, wie wir schon in der zweiten Runde gesehen haben. Denn der kommt immer wieder mit dem Jab durch. Er versucht zwar harte rechte Schwinger zu bringen, aber kassiert währenddessen natürlich die Führhand, die auch hier immer wieder von René Runge durchkommt. Bajamic muss jetzt mal kurz hier sein Gesicht abputzen und sauber machen, damit das hier auch alles noch zivilisiert aussieht. Und der Cutman versorgt den Kämpfer hier ein kleines bisschen. Der Arzt hat auch seine fachliche Meinung hier, sein fachliches Auge auf den Kämpfer. Wie gesagt, Safety first. Und sollten sich Verletzungen oder Blessuren bemerkbar machen, die den Kämpfer nachhaltig einschränken können, dann wird der Kampf natürlich unterbrochen. Aber da liegt der Ball jetzt nun beim Arzt und bei seiner fachlichen Meinung, ob wir weitermachen können, wenn der Kämpfer weitermachen möchte. Was bei Matteo Bajamic natürlich überhaupt keine Frage ist. Und weiter geht's. Blutung ist erstmal gestoppt. Und wir freuen uns auf ein Ende der letzten Runde. Und da drehen beide nochmal richtig auf hier. Runge kommt hier mit dem Jab durch die Mitte durch, setzt sich hier seine Treffer, wechselt jetzt auch die Auslage. Das ist natürlich ein Spiel, was die beiden hier so ein bisschen meistergültig spielen. Und jetzt kommt er mit den Körpertreffern, jawohl. Die hätte er vielleicht schon ein kleines bisschen vorher ausprobieren sollen, denn die finden ihr Ziel durchaus. Und wie gesagt, das ist eigentlich ein ganz gutes Mittel, um gegen Gegner anzukommen, die sich so viel bewegen, sowohl auf den Beinen als auch mit dem Oberkörper. Und auch Bajamic hier wieder Deckung unten. Hat keine Angst hier von seinem Gegner getroffen zu werden, aber lehnt sich hier in einen Uppercut rein. Den dürfte er auf jeden Fall gemerkt haben hier. Und jetzt ist natürlich immer die Frage nach den Wirkungstreffern, über die im Boxen gepunktet wird. Das bedeutet, nicht jedes Mal, wenn der eigene Handschuh das Gesicht des Gegners berührt, ist das auch ein Punkt, sondern nur die Treffer, die auch klar sichtbar sind. Und da ist jetzt natürlich die Frage für die Punktrichter, wer hat hier mehr Wirkungstreffer in diesem Gefecht erzielt? Runge kommt hier nochmal direkt mit dem linken Haken durch, versucht seinen Gegner hier abzufangen. Er muss aber aufpassen, denn er ist dafür auch anfällig für einen zweiten Angriff, wenn Bajamic hier nochmal nachsetzt. Die letzten 10 Sekunden haben wir auf der Uhr. Beide wollen nochmal Punkte machen. Beide laden hier beide Fäuste nochmal komplett durch und schöne Treffer hier nochmal von René Runge. Ende des Kampfes. Zum Ende der dritten Runde. Mama Mia, was für ein Feuerwerk. Hey, aber Simon, super schwierig, super schwierig.
So, das Ergebnis steht. Beide Boxer bitte in die Ringmitte. Mit ein Spannung super knapper Kampf, meine Freunde. Und die Judges haben entschieden auf Unentschieden. Und das gibt ein Unentschieden. Applaus für beide Kämpfer. Stark gemacht von beiden Kämpfern. Aber nun, wie angekündigt, absolut noch mal eine kleine Pause. Bitte denken Sie an den Abstand innerhalb und genauso auch außerhalb. Oder so.